So, Freunde, wir machen jetzt da ein Tor für die Ponys, dass die da nicht immer die ganzen Haken anmachen müssen, wo ich mit dem Traktor aus und einfahre, sondern dass sie da wie bei einer Gartentür ganz easy aus und eingehen können. So, jetzt laden wir mal Ballast auf. Ja, weil ich da die Erden da hinten für die Zaunfeder aufweichen muss. Ach so. Dass ich sie auch drucken kann. Ja. Weil das ist zu wenig, das ist zu hart. Unser Tor. Ja. Genau. Jetzt habe ich da Ballast geholt und der macht das für mich. So, sind reingegangen wie in Butter, die Teile. Und auch planmäßig so, von der Tiefe her ungefähr, das passt super. Und jetzt werden wir da noch ein Türchen basteln. So, kann sich jeder was vorstellen, oder? Aha. We'll be right back.
Beste lassen den Tag zu wünschen über. Aber naja. Unten dran ist ein fetter Eisenturm. Ich weiß nicht, ob man den erkennen kann. Auf dem sich das Ganze abstützt und dreht. Und jetzt haben wir da einfach noch ein bisschen Kamin drauf. Anmacht zum Beispiel, das ist übrigens eine schwebende Erdung. Das heißt, für den, der das nicht wissen, sind da direkt um die Eisenpfähle umgewickelt und sind nirgends verbunden mit den Stromführenden. Das heißt, sollte jemand durchspringen wollen, wie meine Ziegen, die ein paar Mal auf dem Gelände waren, da haben sie zwangsläufig, auch wenn sie alle vier Füße in der Luft haben, zwangsläufig Kontakt mit der Erdung und kriegen somit auch nicht gewischt. Also bei hartnäckigen Fällen ist das zu empfehlen. Schwebende Erdung, egal in welcher Höhe. Und das hat sich sehr bewährt, muss ich sagen. Ah,